So viel im Augenblick zum Winterwetter. Bundeskanzler Kohl sieht keinen Anlass für eine Kursänderung in der Außen- und Deutschlandpolitik. Die deutsche Politik werde gegenüber allen Nachbarn auch künftig beständig und berechenbar bleiben, sagte der Kanzler auf seiner ersten Pressekonferenz im neuen Jahr. Grundlage seien die Einbindung in das westliche Bündnis, die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft und die Zusammenarbeit mit den Staaten des Ostblocks auf der Basis der bestehenden Verträge. Zur Deutschlandpolitik erklärte er: Unsere Politik in Deutschland bleibt darauf angelegt, die Einheit der Nation zu wahren und Schritt für Schritt Erleichterungen für die Menschen in unserem geteilten Land zu erreichen. Wir halten, und das sage ich besonders nachdrücklich als Vorsitzender der CDU Deutschlands,